Um den Tod geht es im weitesten Sinne auch im heutigen Fokus. Wer möchte schon nicht wissen, was nach dem Tod kommt? Unser heutiger Gast weiss es. Der bekannte Gospelsänger Bo Katzmann hat nach einem schweren Töffunfall ein Nahtoderlebnis gehabt und erzählt seine Geschichte in einem Buch. Und wir wechseln jetzt aber zum Fußball. Er ist ein Stadt-Genfer und Fußballer ist bei Servette gross geworden, der Xavier Hochstrasser. Den Durchbruch als Fußballer hat er 2005-2006 geschafft. Als jüngster Spieler im Kader ist er mit Servette von der ersten Liga in die Challenge League aufgestiegen. Am Sonntag trifft Xavier Hochstrasser jetzt auf seinen ehemaligen Club, das als Spieler vom FC Luzern. Kein Wunder, dass er besonders motiviert ist und so richtig Appetit hat auf Genf. Hallo zusammen, heute wir gehen in die Bäckerei und wir machen eine Genfer Spezialität. Escalade ist ein Kuchen. Also, wir gehen. Der Xavier Hochstrasser nimmt uns mit in die Bäckerei Bachmann, wo der Geschäftsführer Raphael Bachmann mit seinem Sohn schon wartet. Aus dem Fußballer Hochstrasser wird für einmal der Bäcker Hochstrasser. Open Gangnam Style! Gangnam Style! Escalade ist eine Genfer Spezialität, ein Birnenkuchen, den zu Genf fast jedes Kind kennt. Ich bin Genfer, also klar, ich kenne und ja, vielleicht jetzt kennen nur die anderen Leute in Luzern. Hast du den schon einmal gebacken, diesen Kuchen? Nein, ist jetzt das erste Mal. Meine Großmutter hat schon gemacht, aber ich hatte noch nie. Und ja, muss immer ein erstes Mal, oder? Open Gangnam Style! Xavier Hochstrasser als Bäcker, wie macht er sich? Unglaublich gut. Also, wenn er nicht so ein guter Fußballer wäre, hätte ich ihn gerade anstellen. So gut der 24-Jährige auch in der Bachstube ist, seine Passion ist noch immer der Fußball. Und da spielt er jetzt schon die zweite Saison für den FCL. Ein Sieg gegen Servette ist das Ziel, obwohl. Ja, also ich bin Genfer, weil ich komme von da. Meine ganze Familie ist da, Großeltern, Brüder, Eltern. Aber ja, klar, dass ich spiele für Luzern und ich gebe alles für diesen Verein. Alles hat er auch in der Bachstube gegeben. Im Xavi Hochstrasser sein Genfer Birnenkuchen ist mittlerweile fertig gebacken. Super! Schön. Sehr schön, ne? Sehr schön. Tschüss, Xavi. Tschüss. Toi, toi, toi am Sonntag. Ich drücke dir die Daumen und viele Tore. Merci vielmals. Tschüss. Und sein Appetit aufs Spiel gegen Servette umso grösser. Ja, also ich hoffe, Sonntag wir können nach dem Spiel nach unserer Ziege diese Kuren genießen. Tschüss.